Sonnige Grüße schicke ich dir. Es freut mich sehr, dass du jetzt hier bei mir bist. Dass du diese Legung gefunden hast, dass dich diese Legung gefunden hat. Und ja, die Legung heute, darum geht es. Was kommt, was geht? Was wird aus deinem Leben gehen und was wird in dein Leben kommen? Ich schaue für dich in die Tarotkarten, aber die Orakelkarten kommen auch noch zum Einsatz. Und ich werde für dich jetzt die Karten mischen. Was kommt, was geht? Was geht zuerst? Was wird gehen, ja? Was wird aus deinem Leben gehen? Was kann gehen? Was kannst du ruhig loslassen? Das wird natürlich auch Platz machen für etwas Neues und dann schaue ich mir an, was kommen wird. Was wird aus deinem Leben jetzt gehen? Erstmal die vier Karten. Der König der Münzen. Die drei der Kelche. Die Welt. Und der Herrscher. Ich habe hier zwei Personen, die aus deinem Leben gehen werden oder die du einfach gehen lassen wirst. Und ich habe das hier. Mit dem König der Münzen habe ich das hier geschäftlich oder beruflich. Vielleicht ist es auch jemand, den du oberflächlich kennst. Ich habe hier niemanden, der irgendwie auf der Liebesebene mit dir verbunden ist. Außer vielleicht, wenn es ein Erdelement ist. Wenn du nach Sternzeichen gehen möchtest, dann habe ich hier die Erde. Aber das kann auch jemand sein, der mit dem Geld in Verbindung steht. Der auch vielleicht auch vermögend ist. Es kann auch jemand sein, der, naja, ich habe hier jemanden, der irgendwie nicht so entschlossen ist, ja. Dieser Mensch steht hier auf diesem Geweih und das Ganze steht irgendwie auf wackeligen Füßen, bekomme ich hier mit diesem Menschen, in Bezug auf diesen Menschen, die Situation irgendwie, die sich um diesen Menschen dreht bei dir. Also diesen Menschen wirst du irgendwie gehen lassen oder dieser Mensch wird einfach gehen, verschwinden. Vielleicht ist es aber auch irgendjemand, mit dem du einfach nur kurzzeitig irgendetwas zu tun hattest, auf einer geschäftlichen Ebene, beruflichen Ebene, finanziellen Ebene, oberflächliche Freundschaft, oberflächliche Bekanntschaft, ja? Und dieser Mensch wird verschwinden. Das kann eine Frau sein, das kann ein Mann sein, ja? Das ist hier egal. Aber vielleicht war dieser Mensch schon in deinem Leben oder hatte eine wichtige Funktion, aber diese Funktion fällt jetzt weg zum Beispiel, ja? Und deswegen geht dieser Mensch aus deinem Leben. Ich habe hier die drei der Münzen, aber da möchte ich noch mehr wissen dazu. Was geht? Das ist hier eine dritte Partei, geht. Ja, ich habe hier die drei der Kelche. Es war irgendwo vielleicht für dich eine Zeit des Ausprobierens. Es war für dich die Zeit des Spielens, der einfach mal, ja, sowas einfach mal ausprobieren. Kann sein, dass du hier mit jemandem viel Spaß hattest. Und irgendwie war das. Ja, der Mensch hat aber nicht gepasst und der Mensch geht jetzt. Kann aber auch, das muss nicht unbedingt ein Mensch sein. Ja, vielleicht warst du mit diesen Menschen tanzen auch immer. Ja, das kann auch so sein. Und das geht. Die Zeit, ja, ich bekomme hier aber auch sowas wie, diese Zeit des Spielens ist vorbei, das geht. Und gleichzeitig habe ich ja auch schon gleich, was kommt, ist die Ernsthaftigkeit. Ja, bei einigen habe ich sowas wie, die Zeit des Spielens ist vorbei, jetzt ist es an der Zeit, sich einander zu nähern.
Kann aber auch sowas sein, dass ein Hobby geht bei dir, dass du kein Interesse mehr hast daran. Ein Hobby, irgendeine Beschäftigung, du hast es ausprobiert, du hast dich damit beschäftigt, aber du merkst, nee, das ist nicht meins. Ja, das kann hier auch so mit den drei der Kelch gemeint sein. Kann aber auch hier sein, dass du jetzt eine ganze Weile irgendwie in einer Richtung, in einem Bereich vielleicht auch einfach nur gemacht hast und da warst, um dich abzulenken. Ja, sowas bekomme ich hier auch rein. Und du lässt es jetzt sein, weil das nimmt nur Zeit jetzt in Anspruch und du brauchst das nicht mehr, diese Ablenkung. Ja, und deswegen geht es raus oder du lässt es los. Ich habe das hier auch so, dass weil ich habe ja gesagt, geht und kommt, weil mit den vier der Stäbe, das ist schon sozusagen der Ausblick, wohin das Ganze gehen wird oder was an diese Stelle treten wird jetzt hier schon. Da habe ich eine ganz starke Verbindung mit jemanden oder mit etwas, mit einer Situation, mit einem neuen Hobby, mit einer neuen Beschäftigung. Vielleicht wirst du dich einfach in was anderes vertiefen als in das, was du dich bis jetzt vertieft hast, aber ich habe das hier so, dass du dich da irgendwie nicht so richtig vertiefen konntest, deswegen lässt du das gehen. Es hat eine Zeit lang funktioniert oder Spaß gemacht, aber jetzt ist Zeit für was anderes, für was Ernsteres auch hier irgendwo und da wirst du dich richtig vertiefen können in diese ganze Geschichte. Ja, das packe ich hier so hin. Und dann habe ich hier die Welt. Also ein Zyklus geht in deinem Leben. Also ein Zyklus, ein Kreislauf, etwas geht zu Ende, was abgeschlossen ist. Das oder es wird jetzt abgeschlossen werden. In irgendeinem Bereich deines Lebens habe ich das hier mit der Welt. Das geht. Vielleicht hattest du irgendwie eine Weltreise und die Weltreise geht jetzt zu Ende. Ja, das kann auch so sein. Vielleicht warst du die ganze Zeit unterwegs und die ganze Zeit auf Achse. Keine Ruhe, keine Atempause. Jetzt kommt die Atempause, jetzt kommt die Ruhe. Ein ruhigerer, entspannterer Zyklus beginnt in diesem Bereich. Das kann jeder Bereich deines Lebens sein. Kann aber auch sein, dass eine Reise für dich endet. Weil du vielleicht eine Reise gemacht hast, ja, und die geht jetzt zu Ende. Was ich hier aber auch so habe mit der Welt, was zu Ende geht, ist ein Abschnitt, ein Lebensabschnitt. Bei den einen oder anderen kann das ein großer Lebensabschnitt sein, der jetzt zu Ende geht. Und du gehst in eine neue Phase über. Die neue Phase werde ich mir gleich angucken, ja. Aber ja, das ist hier etwas wirklich für einige, nicht für alle. Für einige ist es wirklich hier was von Bedeutung und das wird jetzt größer sein, weil du siehst es hier, dass das, was du hier in dieser Hand hältst, diese Hand ist irgendwie so ein bisschen mehr hinten, so wie ich das wahrnehme, und das ist hier mehr vorne. Also das Kleine geht, das Größere wird aber kommen. Also an dieser Stelle, weil da entsteht keine Lücke, sondern das ist reibungsloser Übergang, nahtloser Übergang, ja. Das Alte geht, das Neue kommt hier. Und was das Neue ist, werde ich mir gleich angucken. Aber das ist schon hier bedeutsam. Es kann sein, dass du in diesem Bereich, was jetzt geht, alles gemacht hast, was zu machen war. Es gibt einfach nichts mehr zu entdecken, zu erkunden. Ja, du hast alles entdeckt, alles erkundet, wie in einem Videospiel zum Beispiel. Ja, Level abgeschlossen, das nächste Level beginnt. Und ich, wie gesagt, ich schaue mir gleich die Karte an. Aber was noch geht hier, ist der Herrscher. Der Herrscher muss nicht unbedingt für eine Person stehen, kann aber. Ich habe hier etwas Festgefahrenes. Etwas, was sich aufgehört hat zu entwickeln. Vielleicht in Bezug auf einen Menschen, kann aber auch eine Situation sein. Ich habe das hier ernst, sehr bedrückend, sehr schwer. So eine Last.
lässt dich einfach nur noch. Das kann auch hier jemand sein, ein Chef, eine Chefin, jemand, der große Verantwortung trägt oder eine große Sache, eine große Angelegenheit geht jetzt zu Ende. Vielleicht ist sie auch abgeschlossen, ja, aber das wird aus deinem Leben gehen. Vielleicht ist es schon seit Jahren in deinem Leben, aber jetzt ist es an der Zeit, damit es verschwindet, damit es geht. Kann hier auch mit diesem großen Palast hier auf dem Kopf, kann auch sein, dass du etwas, ja, dass du einen Platz verlässt und einen neuen Platz einnehmen wirst. Das kann auch eine Wohnung sein, das kann auch eine Stadt sein, das kann auch ein Land sein, was ich hier so sehe. Du warst irgendwie an einem Platz sehr, sehr lange und da dieser Ort geht raus, ja, entweder verlässt du das freiwillig oder unfreiwillig, oder es ist einfach an der Zeit, ja, sowas bekomme ich hier auch, kann aber auch ein Mensch sein oder irgendetwas in Verbindung mit einem Menschen. Dieser Mensch ist einfach nur stur, unbeweglich, festgefahren, klebt fest, möchte sich nicht weiterentwickeln, möchte nicht weitergehen, möchte nichts anderes Neues kennenlernen, entdecken, ja, und deswegen ist es Zeit, dass, wenn es ein Mensch ist, dass dieser Mensch einfach geht aus deinem Leben, ja, und hier kann das auch schon jemand sein, der schon sehr lange in deinem Leben irgendwo da ist. Das kann jeder sein hier. Ich werde noch eine Karte hier dazu nehmen. Ja, Unbeweglichkeit habe ich hier. Der Ritter der Münzen. Kann jemand Jüngeres sein, kann jemand Älteres sein, kann gleich alt sein wie du oder in der Situation, wo du gedacht hast, ich bekomme hier sowas rein, eine Situation, wo du gedacht hast, dass da viel, viel mehr drin ist, dass da viel, viel mehr zu holen ist oder dass da viel, viel mehr für dich ja abfallen wird oder sich ergeben wird und du merkst, nee, da entweder gar nichts oder nur ganz, ganz wenig. Ja, ich bekomme da ganz, ganz wenig nur und es entwickelt sich kaum. Es ist eine ganz langsame Entwicklung beziehungsweise kompletter Stillstand bekomme ich hier, dieser Situation oder mit diesem Menschen. Und das geht jetzt einfach, weil es ist auch besser so, wenn das geht hier. Ja, sehe ich hier. Aber gut, ich wollte ja hier auf diese Welt noch eine Karte legen. Das ist etwas Größeres. Das ist etwas viel, viel Größeres. Ich habe hier, der Schmerz geht. Liebeskummer, Liebesschmerz, Enttäuschung, übervorsichtig sein, alte Verletzungen, ja, man hatte Angst, diese loszulassen, Platz zu machen für neue Erfahrungen. Hier, ich spreche hier von diesem neuen Zyklus, ja, von diesem neuen Level, was auf dich wartet und das Alte hier geht. Du verlässt diese alte Ebene, neuer Lebenszyklus, neuer Lebensabschnitt. Ich sehe das hier so, das könnte dir ein bisschen Angst machen, beziehungsweise Zweifel in dir schüren. Aber es ist gut so, weil du kannst endlich vieles für dich dadurch einfach komplett abschließen. Weil man sieht hier mit den Neun der Stäbe, diese Person hat hier sehr viele Wunden. Die sind zwar schon verheilt, aber nicht so ganz. Und indem du das Ganze wirklich gehen lässt, ziehen lässt und in diesen neuen Abschnitt, hier habe ich die Karten für den neuen Abschnitt, gehst, werden auch diese Wunden endlich komplett bis zum Ende verheilen können. Ja gut, Narben bleiben, ja, so ist es. Narben werden bleiben, aber die Wunde ist nicht mehr irgendwie, die macht keine Probleme mehr, sagen wir mal so. Du bekommst nicht immer wieder so diese Erinnerungen oder diese Bilder am Kopf, die sind dann weg. Außer wenn du wirklich das nochmal von dir auch, von dir aus anschauen möchtest, dann ja, weil es ist nur eine Narbe, ja? Ich weiß, das kann ein bisschen kompliziert sein, aber du wirst diesen Weg gehen, du wirst diese Ebene verlassen, weil das einfach an der Zeit ist. Mit der Welt. Es ist einfach an der Zeit. Du sollst etwas anderes erleben. Du sollst etwas anderes sehen. Und ich habe hier die Vorsicht, übervorsichtig sein. Ja, das wirst du am Anfang sein.
von diesem neuen Zyklus, ja, weil das kommt. So ein bisschen vorsichtig sein, Angst, sich zu verbrennen, Angst, nochmal irgendetwas Negatives zu erleben. Aber ich habe das hier so mit dieser Welt, dass das nicht mehr kommt. Es kommt nicht mehr, das ist abgeschlossen. Das ist dann weg, ja. Und was habe ich hier für dich? Die 6 der Münzen und die Königin der Schwerter. Ja, die Königin der Schwerter. Sie hat aus dem Ganzen gelernt. Sie hat Erfahrungen gemacht, positive, negative, ja, und hat daraus gelernt und steht drüber, ist oben auf, nicht mehr mittendrin, sondern oben auf und schaut nach etwas Neuem, hält, möchte etwas Neues erleben und schaut sich das ganze Neue, was da so auf sie zukommen kann, ganz genau an und ist auch schon ein bisschen offen, ja, das wirst du hier sein, ja. Klar, die Königin der Schwerter, weil das sind hier die Verletzungen. Das ist hier auch das, was man hier erlebt hat. Und das ist ein Teil von dir, aber es ist Zeit für was Neues und du bist auch bereit für das Neue. Und ich habe hier fantastische Freundschaften, ich habe hier fantastische Bekanntschaften, ich habe hier ein Verhältnis, was super funktioniert. Ich habe hier eine gute Grundlage, gute Basis für alles, was man so hier machen möchte mit den 6 der Münzen. Wenn du Hilfe brauchst, ist jemand da. Wenn du Unterstützung brauchst, ist jemand da für dich. Ja, du kannst auch für andere da sein, wenn du möchtest. Das ist auch hier etwas, was für dich auch ein bisschen mit der Waage hier, ja, als Ausgleich gedacht ist, weil du bekommst immer wieder in deine Tasse was reingefüllt, damit das sich alles ausgleicht, was in deiner Vergangenheit hier passiert ist. Ja, ich weiß nicht, in welchem Bereich das ist. Das kann jeder Bereich des Lebens sein. Ja, die Karten sind hier nicht so spezifisch. Aber ich habe hier Menschen für dich, die dich mögen, die dich unterstützen, die für dich da sein werden. Situationen, Angelegenheiten, die sich für dich sehr positiv entwickeln werden. Langfristig habe ich das hier so. Das sollst du wissen. Also dieser neue Lebensabschnitt, da kommt etwas positiv auf dich zu. Und ich werde hier noch eine Karte dazu nehmen. Na? Ja, die 6 der Kelche. Sehr gut. Liebevolle Stimmung, etwas kann sein, dass da jemand oder etwas auf dich zukommt, was so in der Vergangenheit schon mal so war, aber jetzt kommt es ganz, ganz anders und zwar sehr positiv und erfüllend und ausfüllend, dich bereichernd auch hier und ich habe hier direkt eine bestimmte Person, die entweder aus der Vergangenheit, muss aber nicht die Vergangenheit sein, ja, weil das ist ein neuer Zyklus. Kann jemand Altes sein, der dir wie neu vorkommen wird, wie jemand Neues erscheinen wird auf der Bildfläche, oder ist es wirklich jemand Neues? Und egal wer das ist, er oder sie hat hier dir etwas zu geben. Da gibt's keinen Haken, da ist keine Negativität dabei. Das ist hier rein klar. Das ist hier auch so kindlich. Kindlich verspielt, ohne diese negativen Anhaftungen, ja, sondern so frisch und rein, belebend, erfrischend habe ich hier sowas. Und so jemand kommt auf dich zu, oder das kann jemand Neues sein, oder auch jemand Altes, der aber jetzt neu ist, ja, der ist neu, der hat sich erneuert, dieser Mensch ist irgendwie neu geworden, neu gemacht worden irgendwie. Und wird dir was hier anbieten, wird dir was geben wollen, ja? Ob du das annimmst, ist eine ganz andere Geschichte. Kann auch was mit der Liebe zu tun haben. Ich habe hier die Kelche. Kann auch hier etwas mit der Familie zu tun haben, mit Freundschaften, aber auch, es kann auch beruflich sein. Ich habe hier die Münzen, ja? Also das kann in, ja, praktisch in jedem Bereich deines Lebens sein. Also neuer Abschnitt. Und ja, was kommt denn noch? Und jetzt schaue ich mir die Orakelkarten an.
Was kommt denn noch? Okay, also jemand oder also es kommt, was auf dich zukommt, könnte jemand sein, der etwas bedauert. Ich habe das, weil das ist hier das Bedauern. Das ist hier ein Sieg, aber man hat die Schlacht geschlagen und man hat gewonnen, weil ich habe hier jemanden, der als Sieger hier hervorgegangen ist. Aber trotzdem, es sind Verluste entstanden und deswegen bereut man es hier irgendwo. Ich habe hier jemanden für dich oder eine Situation, aber ich habe das eher so jemanden, der etwas bereut. Ja, das kommt auf dich zu. Jemand kommt mit Reue. Jemand kommt mit, ja, ist so ein bisschen verbittert schon. Ja, aber möchte Vergebung von dir erfahren. Möchte auch irgendwo, obwohl man hier vieles bedauert, möchte man trotzdem als Sieger angesehen werden. Komische Geschichte hier. Also mit dieser Karte habe ich hier eine komische Stimmung, ja. Das, was auf dich zukommen wird, irgendwie so verworren und nicht so ganz klar. Die Stimmung auf dieser Karte ist auch so ein bisschen düster. Also da kommt irgendeine Situation auf dich zu, wo auch jemand dabei ist, der bedauert, aber möchte als Sieger angesehen werden. Also ganz, ganz seltsam. Ja, vielleicht hast du hier eine Schlacht geschlagen in deinem Leben. Das kann nämlich auch so sein, ja. Du hast hier eine Schlacht geschlagen und du bedauerst, das gemacht zu haben, aber trotzdem hast du gewonnen. Und wenn dem so ist, wenn du gewonnen hast, dann sagt mir die Karte, komm drüber hinweg über das Bedauern, weil du hast gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Ja, vielleicht musstest du irgendwelche Opfer bringen, ja. Vielleicht ist auch hier, musste hier etwas gehen. Aber im Endeffekt hast du hier gewonnen. Diese Schlacht hast du gewonnen. Ja, sowas habe ich hier für dich. Ja, ich weiß nicht, ich kann mit dieser Karte nicht so viel anfangen. Und deswegen werde ich eine neue nehmen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur für einen Menschen gedacht. Ja, was kommt? Was kommt? Oh, Träume. Fantasie. Was kommen wird, ist eine verträumte Zeit. Ja, träumerische, ja, so Träume. Träume haben, Träume verwirklichen. Um Träume zu verwirklichen, musst du erstmal Träume haben. Ich habe hier, achte auf deine Träume auch ein bisschen. Ich habe hier so eine, so Tagträume auch. Tagträumereien. Nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Das kann, durch einen, so einen Tagtraumträumereien kann etwas beginnen, ja. Weil vieles beginnt mit einem Traum, mit einer Vorstellung, die man einfach im Kopf hat, ja, und mit dem Gefühl dazu. Und ja, für einige habe ich aber auch hier sowas wie, das kommt ganz zum Schluss. Und da denke ich, wenn du dran geblieben bist, dann ist diese Info auch für dich, ja. Ich habe hier so eine fantastische Zeit, also fantastisch in Form von fantasievoll, und das Leben wird wie ein Traum für dich sich anfühlen, wie ein Traum sein. Du wirst nicht glauben, dass das die Realität ist. Also wow, ganz stark. Ja, also du wirst dich fühlen wie in einem Traum, wie in einem wundervollen, wunderschönen Film, und du wirst dich vielleicht immer wieder kneifen, ist das wirklich die Realität? Erlebe ich das jetzt wirklich? Ja, du wirst das erleben. Wahnsinn. Und diese Karte kommt ganz zum Schluss. Ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du hier bei mir warst, dass du zu mir gefunden hast. Wenn du magst, kannst du natürlich kommentieren. Du kannst liken, du hast die Möglichkeit, auch meinen Kanal zu abonnieren, wenn du magst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.